Go Beyond am CFG. An der Schule gibt es viele Möglichkeiten, Neues zu lernen. Den Unterricht, AGs, Wettbewerbe, Austauschprogramme oder über Freunde. Mit Herausforderungen gibt es nun ein Lernfeld, das nicht von der Schule, sondern von euch, den Schülerinnen, gestaltet wird. Dabei legt ihr selber fest, wie ihr euch herausfordern wollt, wie ihr die Herausforderungen meistern werdet, mit wem ihr das Ganze gemeinsam angehen wollt und welche Auswirkungen die gemachten Erfahrungen auf das Leben nach der Herausforderung für euch haben sollen. Was sind Herausforderungen? Ihr könnt zum Beispiel zu Fuß auf einer Wanderung über die Alpen gehen oder mit dem Skateboard an die Nordsee fahren. Oder ihr gründet eine Band, probt, macht Werbung und veranstaltet ein Konzert. Vielleicht habt ihr aber auch Lust, ein soziales Projekt zu unterstützen, ein Buch zu schreiben oder etwas völlig anderes zu machen. Wichtig ist nur, ihr legt eure Herausforderung fest. Und wie funktioniert das dann? Zuerst kommt ihr zusammen und fragt euch jeder für sich, was sind meine Stärken, was könnte mich herausfordern? Anschließend guckt ihr, was die anderen Herausforderer gerne machen wollen würden, findet so Gleichgesinnte, mit denen ihr euch dann gemeinsam auf eure Herausforderung begibt. Danach bekommt ihr einige Monate Zeit für die Vorbereitung. Dinge wie Schlafplätze, Material, Maskottchen, Finanzierung oder die Dokumentation sind nur einige Themen, die es vorzubereiten gilt. Hierbei werdet ihr von Coaches begleitet, wenn ihr Unterstützung braucht. Kurz vor dem Start eurer Herausforderung gibt es dann die Endabnahme, um zu gucken, ob auch an alles gedacht wurde und ihr lernt eure Begleitungen kennen. Und dann? Dann geht ihr in der Schulzeit auf eure Herausforderung. 10 Tage werdet ihr unterwegs sein. Start- und Zielpunkt ist dabei die Schule, die euch verabschiedet und mit einem Willkommensfest empfängt und feiert. Doch damit endet eure Herausforderung noch nicht. Nun gilt es, die Erfahrungen, Techniken und neuen und verbesserten Skills für den Alltag nutzbar zu machen. Dazu dient eure Dokumentation der gesamten Herausforderung. Auf einem Abschlussabend bekommt ihr die Chance zu zeigen, was die Herausforderung mit euch gemacht hat. Was von der Planung hat alles geklappt und wie wurden die großen und kleinen Katastrophen gemeistert? Als Gäste kommen nicht nur eure Eltern, Coaches und die LehrerInnen, sondern vor allem der nächste Jahrgang zu Besuch, der vor dem Start ihrer eigenen Herausforderungsprojekte steht. Sie lernen von euch, was gute und was weniger gute Ideen sind. Das ist Projekt Herausforderung und diese Chance bietet sich euch jetzt.